Angekommen in Kapitel 2 in Black Myth Wukong. Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zum Let's Play. In der letzten Episode den epischen Bosskampf gegen den Bären gehabt und dann sind wir einfach jetzt hier aufgewacht, mit Pfeilen durchlöchert. Keine Ahnung, wie er hierher gekommen ist, wir sind einfach da. Vielleicht ist er geflogen und wurde mit Pfeilen runtergeschossen, keine Ahnung. Hat das Spiel uns nicht gezeigt, wir sind jetzt einfach hier aufgewacht. So Leute, willkommen zurück zum Let's Play, Episode 9. Ich habe in der letzten Folge auf jeden Fall ein Relikt bekommen und ich glaube hier auch eine neue Maske, oder? Nee, nicht Maske, sondern hier. Eine neue Waffe habe ich bekommen. Da ist auf jeden Fall was Neues. Ich brauche einen Schrein. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall ein neues Zeichen, ein Punkt. Das heißt, irgendwas ist mit meinem Stab verbessert. Und das erste Relikt des Spiels hier von Kapitel 1. Hungrige Augen. Ein kurzer Blick enthüllt des Feindes Macht. Ein Talent nur führt zu ungerechter Schlacht. Okay. Identifiziert die Yokai, die Geister in sich tragen. Na gut, wenn man alle tötet, kriegt sie sowieso Geister. Ich muss mich entscheiden, was ich hier aktiviere. Wir haben opportunistischer Beobachter. Erhöht den erhaltenen Fokus durch aufeinanderfolgende erfolgreiche leichte Angriffe beträchtlich. Somit lädst du deinen schweren Angriff schneller auf. Und wir haben Adlerauge. Erfolgreiche Treffer mit enthüllender Schlag verringert die Abklingzeit dieses Zaubers stark. Das ist, wenn wir dann uns unsichtbar machen und dann diese Geisthaltung dann haben. Ja, gut. Kann man häufiger einsetzen. Und scharfe Einsicht erhöht den kritischen Treffer Schaden beträchtlich. Aber nicht die Chance, ne? Also ich finde das hier mit dem hier besser, oder auch nicht schlecht, dass dann mehr Fokus mit leichten Schlägen aufgebaut wird, aber erhöhter kritischer Schaden beträchtlich finde ich auch nice. Ich nehme das. So. Kann man immer nur eins aktivieren? Ich kann gar nicht wechseln zu anderen Sachen. Egal, kritischer Treffer. Ist gut. Mehr Schaden. Damage. Okay. Weil schwere, also Fokuspunkte kriege ich auch so eigentlich ganz gut. Aber scharfe Einsicht nicht so. Also wie viel Crit habe ich jetzt? 145, das sind 15% gewesen. 15% mehr. Man hat, glaube ich, 130 oder 135 oder 10% mehr. Hatte ich 130 oder 135? Auf jeden Fall irgendwas mit dem 130. Bin ich bei 145. Kritische Treffer Chance, aber nur 4%. Naja. So, dann sehen wir uns hier mal um. Und sollte euch die Episode heute gefallen hier in der Wüste, die erste Folge in der Wüste in Kapitel 2, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben dafür das Video am Ende, wenn es euch gefällt. Oh, ich bin im Wasser. Meine Rüstungsteile funktionieren jetzt im Wasser besser. Wer hätte damit gerechnet, dass hier... Scheiße, die stehen da jetzt alle oben. Also guck mal, wie weit weg die sind, die Bogenschützen. Du kannst sie nicht mehr schnell ausschalten. Ich finde es nicht so gut, dass sie hier so viele Bogenschützen hinstellen. Das sind Ratten, oder? Das sind keine Dings hier. Ich habe aber, glaube ich, im Kapitel 1 nicht alles geschafft oder nicht alles gefunden. Alter. Ah. Das ist wieder so eine Stelle, die so dumm ist wegen Bogenschützen. Weil man selber nicht schießen kann auf Entfernung. Warum kriegt er keinen Bogen oder sowas? Musst du auch noch gegen die Nahkämpfer kämpfen und dann wärst du von der Seite mit Pfeilsalben einfach weggeballert. Oh, ist das hier ein Schrein? Nee. Ich dachte eben, weil hier so ein Dings war. Ich habe hier noch keinen Schrein gefunden in dem Kapitel. Ich bin neu. Genau, weil ich hatte, wenn ich hier das Tagebuch angeschaut hatte, dann hatte ich hier bei Yokai Könige 4 von 5. Und jetzt hat er das höher gedreht, weil ich jetzt im nächsten Kapitel bin, also 4 von 11. Und hier hatte ich 13 von 14 Gegnern. Das heißt, ich habe, glaube ich, einen optionalen Boss nicht gefunden im Kapitel 1. Obwohl ich eigentlich recht gut überall in jede Ecke geguckt habe, habe ich ihn nicht gefunden.
vor dem ersten Boss. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Beim allerersten Boss, erste Folge, da habe ich ja auch nur einen Rattengegner gesehen, der vor mir war, der dann auf einmal verschwunden ist und nicht mehr da war. Vielleicht hat das da was damit zu tun. Ich muss mal beim nächsten Schrein gucken, ob man zurückreisen kann. Ich dachte echt, ich hätte da ganz gut alles angeguckt. Vielleicht das Pferd, dass man da nochmal zurückgeht, der Pferdetyp, und gegen den kämpft. Weil der sieht ja auch irgendwie schon aus wie so ein Boss. Also hier geht es ziemlich weiter, aber ich will da an der Stelle alles erkunden. Also muss ich mich durch die Bogenschützen kämpfen. Den konnte ich hier schon mal herlocken, das ist schon mal gut. Ein Gegnertyp und ein optionaler Boss scheint im Kapitel 1 gefehlt zu haben. Dafür habe ich aber eigentlich schon ganz schön viel gefunden. Oh, die haben mich noch gar nicht gesichtet gerade. Na komm, jetzt mal erstmal zu denen gehen. Armbrustschützen sind das. Einer ist tot. Ich glaube, das waren beide. Den Schild fallen lassen. So, geht doch. Es waren nur zwei Armbrustschützen, die hier so eine dicke Hose gemacht haben. Was haben wir denn hier oben? Das muss sich doch gelohnt haben, hoffe ich. Sieht auf jeden Fall nice aus, oder? Die das Kampfsystem nur so gut hingekriegt hätten wie die Grafik. Ist halt kein Team Ninja oder so. Ein Pferdelammsud-Tränke. Pferdekopf, aber ist Lamm. Mhm. Nur das hier gefunden. Ich wollte gerade sagen, was ist für ein Rauschen, aber Junge, da ist ja einfach. Einfach eine Tornado. Der macht die ganze Zeit die Geräusche. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwo ein Wasserfall oder so, aber wir sind in der Wüste halt, ne? Okay, nur den Lammsud, den ich da oben bekommen habe. Ich versuche hier nochmal die Ränder abzulaufen. Oh, Frösche gibt es auch hier. Und auch die platzen noch. Ein paar Gegner werden also auch hier ein wenig recycelt. Das ist der nächste. Da ist ein Gegner. Und hier ist ein Frosch. Nee, nicht den Frosch. Den Frosch. Hier vorne. Willst du auch ins Wasser kommen? Wo ist ein Zauberer? Keine Blitze schießen, wenn ich im Wasser stehe. Das leitet doch. Voll unfair. Der ist aber geflogen. Okay. Oh.
Noch ein weiterer Froschboss. Mal gucken, wie viel der so drauf hat. Da war ich, da komme ich her. Hier ist auch noch ein Pfad. Okay, da gibt es irgendwie ein Behältnis. Ah, da geht's in die Stadt. Ist das da unten optional? Scheint so. Das, da drüben ist eine offene Kiste. Und das da? Kann man da hin? Nee, vielleicht nicht. Okay, wie komme ich hier am besten runter, ohne vielleicht Schaden zu kriegen? Krieg mal Fallschaden. Ich will es nicht unbedingt ausprobieren. Und wie ich wieder hochkomme, das gucke ich dann danach. Keine Ahnung. Ich hau den jetzt im Arsch. Da hinten. Au, oder er tritt mich einfach nach hinten hinweg. Ja, genau. Von wegen ranschleichen und in den Arsch hauen. Das ist ein Blitzfrosch. Oh, der hat viel Leben. Jo, und macht viel Schaden. Weil ich im Wasser stehe wahrscheinlich. Was für ein hinterhältiger Typ, ey. Ich will ihn von hinten schön schlagen mit einem aufgeladenen schweren Angriff, so als Opener. Und tritt er einfach nach hinten, so einfach instant. Außerhalb des Dorfes. Ich brauche unbedingt einen Schrein, den ich hier finden kann. So, wegbleiben von den Bogenschützen. Nochmal töten muss ich die nicht unbedingt. Die schießen immer noch. So, der mit Schild ist wieder da. Ich weiß nicht, ob der Zauberer, der müsste nicht nochmal wieder spawnen. Der oh, doch. Wie viele Geistpunkte gibt der denn? Vielleicht lohnt er sich ja zu farmen. Nicht sowas. Aufladen. Ja, genau. 127? Nee, ich hätte 123 oder nee, 141? Egal. Nicht genug. Dass ich ihn von hier nicht und nicht anvisieren kann, jetzt geht's. Ah, das kommt einfach sofort der Tür. Holy shit! Das ganze Gebiet war einfach voller Blitze gerade. Bitte nicht so viele Fernkampfangriffe haben. Oh, ich bin tot, oder? Der hat mich geschluckt. In dem Moment springt er wieder. Nein, nein, nein. Ich habe keine Flasche mehr.
Schlagjäger down. Medikament gegen Böses, ein Rezept. Kaulquappe, Materialien. Okay, auf jeden Fall gefährlicher als der andere Frosch im ersten Kapitel. Viel, viel gefährlicher. Mit viel zu viel Schläge aus der Entfernung und Blitzaufladungen. Ah, hier hat er noch einen Schrein hinter sich. Also kein Schrein, eine Meditationspunkt. Ich dachte, es wäre eine Kiste zum Öffnen. Die sieht immer genauso aus irgendwie. Nee, ist wieder was zum Draufsetzen. Der Tornado macht schlechte Laune. So, da haben wir wieder jetzt zwei Geistfunken zum Ausgeben. Das ist schön. Hier wollte ich weitermachen. Da. Jede Talentstufe erhöht den die Schadensreduktion nach einem aufgeladenen schweren Angriff beträchtlich. Das ist auch nicht schlecht. So, was ist hier unten eigentlich? Kann nicht erweckt werden. Warum nicht? Ah, weil diese Linie muss ich hier erst 10 Punkte geben, damit diese Mittellinie freigeschaltet wird. Weil jede Talentstufe erhöht den Schaden durch aufgeladene schwere Angriffe. Das will ich auf jeden Fall. Ich mache hier einen Punkt rein. Dann hier, den habe ich schon. Dann hier. Ein leichter Angriff beim Durchschauen des Gegners löst eine leichte Angriffskombo ab der dritten Aktion aus. So, jetzt bin ich hier bei 9 von 10. Ein Punkt noch und ich kriege auch einen weiteren Fokuspunkt hier. Dann habe ich 3 Aufladungen für schweren Angriff. Ich glaube, dann mache ich auch den nächsten Punkt. Dann investiere ich da rein, damit ich hier unten weiterkomme. Die sind nämlich stark, die... Die andere Haltung habe ich mir durchgelesen, was es da so gibt, aber bisher interessiert mich das nicht wirklich, was da ist. Werde ich später nochmal testen. Erstmal die Schlaghaltung so, die weitermachen. Okay, hier ist Sackgasse. Aber gut, dass ich hier nochmal hochgesprungen bin für die Meditation. Ich sage ja, da hoch komme ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht ist das hier noch ein anderer Weg Richtung Dorf, was da ist. Da ist eine Treppe. Hier steht ja jemand. Der greift nicht an. Mit dem kann ich reden. Hinter dir. You come at a good moment. Das ist ein Fuchs. Also kein Wolf. One of my formulas was swallowed by a petty frog. Stay and help. A deity like myself will not short you. Ich habe das Rezept aus seinem Dings bekommen. So kriegt man dann die Quest und dann geht man runter und tötet den. Ich kam jetzt von der anderen Seite. Aber ich hab das Rezept gekriegt. Oh, how wondrous! Man follows Earth. Earth follows Sky. Sky follows Tao. Tao follows Nature. These common pills, I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Okay, danke schön. Ich kann jetzt davon selber welche herstellen am Schrein. Hat mir nur das Rezept erklärt. Goldene Spur geht dahin, aber ich guck mal kurz, was hier oben ist. Eine Brücke. Oh, das ist echt ein, glaube ich, ein verwinkeltes Gebiet. Dahin geht's zum Dorf, okay. Und was ist hier?
Auch, aber ein anderer Eingang, oder was? Ich habe noch keinen Schrein gefunden zum Rasten bisher. Hier kann man auch weiterlaufen. Zu viele Wege gerade, die alle sehr lang sind. Oh, oh, der beißt mich. Ein Pilzmann. Gott, was hält er aus? Auch diese ganzen Skillpunkte, die ich ausgegeben habe für, ja, wenn du einen Fokuspunkt ausgibst, dann kriegst du Lebenspunkte zurück. Nee. Also das hat dann noch nicht einmal richtig funktioniert. Hast zwei Fokuspunkte, machst einen schweren Angriff, aber kriegst davon trotzdem keine Lebenspunkte zurück. Da ist der Schrein. Da ist der erste Schrein. Ah, das ist dieser Weg hier oben. Okay, den habe ich jetzt. Cool, cool, cool. Stand ready. We are in dire times. Ja. Wenn diese Angriffe immer daneben gehen, ist so lästig. Jetzt darf ich rasten. Der erste Schrein in Kapitel 2 sieht auch ein bisschen anders aus. Rasten wir. Ich check mal das Reisen aus. Schwarzwindberg. Geldwindkamm. Ist das der Stings? Ja, das ist doch. Man kann in Kapitel 1 auf jeden Fall hier zurückreisen. Weil es ist ja auch der eine Affe und so, ne? Hier, da ist ja der Affe. Um den Trank zu verbessern. Und die anderen Orte kann ich auch nochmal, wenn dann noch ein bisschen durchsuchen. Weil ich vielleicht einen geheimen Ort verpasst habe. Weil ich glaube, ich hatte die Zählung nicht voll. Ich hätte keine 14 von 14 Gegnern und auch nicht 5 Dinger. Von daher müsste was fehlen. Schmiede, Waffe herstellen. Nach den Bären haben wir hier also eine neue Waffe. Dann zeig mal. Ist die besser? Oh ja, die hat nochmal 10 Angriff mehr. Jeweils der Zwillingsdings-Kampfstab. Und hier haben wir 50 Angriff und kritische Trefferchance. Nochmal 4% dazu. Plus 4, dann habe ich 8%. Jawohl. Nee, ich kann die nicht. Mir fehlen mit Materialien. Yokai-Kern. 2 von 4 habe ich. Mist, da fehlen 2. Schwarz-goldene Flamme, die ist da. Ah, Mann, ey. Wieso habe ich die Kerne nicht? Angriff ist so gut. Einzigartiger Effekt. Erhöht die kritische Trefferchance des enthüllenden Schlags von Wolkenschritt beträchtlich. Den könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Aber die Teile reichen nicht. Weiter, hier gibt es noch mehr Rüstung herstellen. Wie sieht's hier aus? Ich habe auf jeden Fall Seide bekommen. Das ist die andere Maske. Die gibt mir plus 6. Fügt gelähmten Gegnern beim Zertrümmern zusätzlichen Schaden zu. Ist auch nicht übel. Plus 6 kriege ich da. Es gibt auch schon wieder was Neues hier zum Anziehen. Das hier. Vom Bärenkönig. Plus 2 Rüstung noch mehr. Die sieht nicht schlecht aus mit dem Fell. Hat auch nochmal mehr. Braucht aber auch Seide. Im Wolkenschritt werden Gegner in der Nähe kontinuierlich durch verschleiernden schwarzen Wind angegriffen. Okay. Ist das ein ganzes Set wieder? Ja. Auch. Verbessert mich aber noch mehr als die anderen. Was war hier noch dieser? Ein leichter Angriff nach Vergänglichkeit löst sofort den finalen Schlag des leichten Angriffskombo aus. Fügt gelähmten Gegnern beim Zertrümmern zusätzlichen Schaden zu. Das ist immer der Endschlag, wenn die dann aus der
aus der Lähmung rausgeschlagen werden, dann ist das der Zertrümmer, ne? Verringert die Ablenkzeit des Lähmungszauber nach den Zertrümmern der gelähmten Gegner stark. Der Bonus ist schon geil von dem Set. Das ist schon stark, die Gegner zu stunnen. Aber das neue Set hat einfach noch mehr Abwehr. Aber der Effekt davon finde ich nicht so stark. Sondern halt gucken, für was man die Seide ausgibt. Aber ich glaube, ich werde das für das gelähmte Ding nehmen. Irgendwie gefällt mir das Bonus besser als das mit dem Wolkenschritt. Auch wenn dieses Set schön aussieht, man darf ja nicht immer nur nach der Optik gehen, habe ich halt ein bisschen mehr, bisschen weniger Verteidigung, aber dafür dieses gelähmte Zeugs. Dann hole ich mir die Maske hier. Die gibt mir, glaube ich, am meisten. Die gibt 6 Verteidigung. Ziehen wir auch gleich an. So, das Ding trage ich ja schon. Da habe ich auch schon den Bonus. Kann ich mir noch eins bauen hier? Ja, Handschuhe geben mir +2 und die Stiefel +6. Okay, dann erstmal die Stiefel. Die geben mir mehr. Und für die Handschuhe reicht es jetzt nicht. Da fehlt mir... Doch, ein Seide habe ich noch. Dann kriegen wir das ganze Set voll. Auch mit dem letzten Set Bonus. Geil. Jetzt habe ich da 4er Bonus. Verringert die Ablenkzeit des Lähmungszaubers nach dem Zertrümmern eines gelähmten Gegners stark. Yes. Braun, da haben wir das neue Rezept gelernt von dem Wolf eben. Ich kann den Wein weggeben. Die Verwendung der Gurte erhöht für kurze Zeit die Giftresistenz moderat. Für Giftresistenz. Und hier... Mixturen keine. Jeder Schluck stellt sofort 20% des maximalen Lebens her und danach kurzzeitig langsam 25% des maximalen Lebens wieder her. Jeder Schluck stellt 36% des maximalen Lebens wieder her. Je älter der Wein, desto mehr Leben wird wiederhergestellt. Aber hier sind es nur 20% und dann 25% über Zeit. Ab und zu will ich halt einfach nur große Heilung haben. Müsste ich ausprobieren. Kann ja hier trotzdem noch die Giftresistenz reinhauen. So, muss ich ausprobieren, was am Ende für mich mehr bringt. Medizin herstellen, das ist die neue... Erhöht nach Verwendung für längere Zeit die Schadensreduktion beträchtlich. Jo. Die ist nicht schlecht. Ja, schade, dass er mit der Waffe noch nicht hinhaut. Da fehlen mir halt diese Yokwai-Kerne, noch 2. Aber dafür habe ich jetzt das ganze Set hier an. Auch wenn das neue Bärendings da ist, aber hier, das ist jetzt das ganze optionale Set, was ich in dem Gebiet gefunden habe. Und das ist halt... Mir gefällt der Set-Bonus halt wirklich gut. Deswegen behalte ich das hier kurz an. Okay, Leute, das war Kapitel 2 Anfang. Der erste Frosch-Boss ist besiegt. Mal gucken, was uns hier hinter der nächsten Ecke erwartet. Also, Leute, danke fürs Einschalten in der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank dafür. Und dann bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.